Verstehe ich das richtig? Sie wollen mich also bestechen? Will ich das? Er sieht ganz so aus. Sieht es das? Sieht es. Und? Ja, keine Chance. Okay. Ich mach sowas nicht. Alles klar. Ich bin aufrichtig. Ich ja auch. Dann ist das also keine Bestechung. Was? Das. Nein. Sondern? Das ist nur ein Koffer. Ach, das wäre mir wichtig. Ja, dann lasse ich den Koffer jetzt einfach hier und gehe. Mhm. Sie sind jung, sehen gut aus und haben eine besondere Zukunft vor sich. Im Ernst? Ach, bitte Sie. Okay. Persönliche Referentin von Frau Merkel. Zugang zu allen Informationsebenen. Teil des Machtapparats. Nein, ich meinte, dass ich gut aussehe. Was? Also nicht, dass mir das wichtig wäre. Natürlich, natürlich. Wir freuen uns, Sie in Ihrer Meinungsfindung unterstützen zu können. Und vielleicht sehen wir uns ja bald schon mal wieder. Nee, das war ein Einzelfall. Ja, klar. Es sind immer Einzelfälle. Wie bei der FIFA. Ja, falls Sie noch Fragen haben. Lieber nicht. Bockel, keine Sorge, ich kann schweigen wie ein Grab. Von dem her weiß nur ich, Sie, der liebe Gott und vielleicht noch die NSA. Grüßen Sie Ihren Mann. Krass, oder? Das Geld sieht auch immer echt aus. Und das gibt einem direkt so ein Gefühl von, was kostet die Welt? Ich find's sogar ein bisschen geil. Austern? Oh, gerne. Sylter Royal. Oh. Ein Name, ein Versprechen. Ich geh schon mal das Bettchen vorwärmen. Ich mir vorstelle, da draußen gibt es Menschen, die keine Austern haben. Schlimm. So, wer war jetzt dran? Ich glaube, ich mache einfach noch mal. Hier, übrigens im Bereich Geld, schönes Zitat. Wer hat Folgendes gesagt? Pass auf. Was du besitzt, besitzt in Wirklichkeit dich. Erst wenn du nichts mehr hast, bist du wirklich frei. Nietzsche? Fast. Tyler Durden. Ist der Pegida? Nee, Fight Club. Also Hogesa. Quatsch. Nee, Fight Club. Der Film mit Brad Pitt. Kennst du ihn nicht? Cooler Film, solltest du ihn mal angucken. Das ist hier von wegen Kapitalismus, ist eine Seuche. Wir werden alle durch die Werbung gelenkt. Also es ist wirklich, ist ganz spannend. Ah, Champagner. Gegen den Durst, genau das Richtige. Nur, dass du es weißt, du stehst übrigens auf meiner Schlossallee. Wann hast denn du bitte die Schlossallee gekauft? Die habe ich nicht gekauft. Ich habe nur unsere echten Besitzverhältnisse so ein bisschen versucht, aufs Spielbrett zu übertragen. Aha. Es geht dir ja auch um eine gerechte Ausgangslage. Sag mal, Hannes, weißt du, wo mein Champagnersäbel ist? Was? Wo mein Champagnersäbel ist? Ein Schwert hätte ich. Ein Schwert? Ja. Du, und was habe ich dann auf bei dem Spiel? Auf meinem Spiel? Ja, weiß ich nicht. Guck doch mal. Ja, nix. Ja. Und genau das gehört dir. Okay. Aber du hättest mir ja wenigstens einen Bahnhof geben können oder die Badstraße. Hannes, hast du einen Bahnhof? Nein. Hast du eine Badstraße? Nein, aber irgendwie. Wie irgendwie? Reale Besitzverhältnisse. Also, hast du nicht? Ist alles meins. Prösterchen hin. Ist das scheiße? Kein Glas? Nein, ich habe kein Glas. Dann trinke ich wohl alleine. Stößchen. Du, ist aber auch ganz schlecht für die Magenschleimhaut. Was ist für den Mangel? Ja, wenn schon real, mein Lieber, dann könnten wir es aber auch so machen, dass du in den Knast gehst. Und zwar ohne 4.000 Euro zu ziehen und ohne über loszugehen, direkt in den Knast, Herr Kabarettist. Oh, was ist das denn jetzt hier? Hm? Die Aufmüpfigkeit des selbstverschuldeten Neiders. Was stehst du denn jetzt schon wieder auf? Ich hol Champagner. Du hast ja doch gerade erst einen geholt. Ja, der ist schon total abgestanden. Oh Mann. Du bist so ein dekadenter Sack und dann noch bei der Steuer bescheißen, verstehst du? Ich hab nicht beschissen, ich hab optimiert. Ja, ja, wir sind. Das haben die bei VW auch gesagt. Wusstest du eigentlich,
dass die bei VW jetzt 10 Millionen Autos zurückrufen müssen? Ich wusste gar nicht, dass die so viel produziert haben. Sag mal, und ich glaube, wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Wir brauchen nicht einen neuen Kühlschrank, wir brauchen einfach mal jemanden, der mit Getränken, die er unbedingt trinken will, auch vernünftig umgehen kann. Ganz ehrlich, sieh es einfach als Wet-T-Shirt-Contest, lass uns weitermachen. Okay. Hey, die bei VW, ne? Die haben doch die jetzt, wenn die alle zurückkommen, 10 Millionen, ich wusste gar nicht, dass sie so viel produzieren können. Und jetzt stehen die ganzen Autos wahrscheinlich in Wolfsburg und als normaler Mensch findet man da überhaupt keinen Parkplatz mehr. Finden Sie nicht auch, mittlerweile liefern wir mehr Autos an die Hersteller als die an uns? Aha. Ja, ist mir aufgefallen. Apropos Bescheißen. Weiß das Amt eigentlich, dass die Putzfrau schwarz arbeitet? Immer, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Außerdem habe ich gerade ein bisschen das Gefühl, als möchtest du mich erpressen. Lieber Sebastian, ich möchte meine Ausgangslage optimieren, um in deinen Worten zu sprechen. Oh. Okay, pass auf, dann machen wir es folgendermaßen. 10.000 und du kriegst die WM 2024. Pass auf. Du bist dran. Ich möchte 20.000, den DFB-Vorsitz, die WM in Russland und die in Katar und die WM 2024. Wo ist die eigentlich? Ach, das bestimme ja dann ich. Prösterchen, dann kommt die WM ja nach Passau. Football's coming down. Hannes, bleib mal auf dem Teppich. Die Putzfrau macht auch bei dir sauber, okay? Also, 10.000 und zwei Bahnhöfe, mein letztes Wort. Ja, wer labert denn auf der Bühne immer von Umverteilung und bedingungslosem Grundeinkommen? Ja, ich rede aber von bedingungslosem Grundeinkommen. Was du hier stellst, sind ja Bedingungen. Dann ist es ja nicht mehr bedingungslos, sondern es ist ja voll von Bedingungen. Also es ist ja bedingt, verstehst du? Ich bin sehr für die Schere zwischen Arm und Reich. Ist mir wichtig, dass jeder weiß, wo er ist. Ja? Na, guck mal, wenn ich dich jetzt hier mit Geld zuscheiße, wo ist deine Motivation, den Arsch überhaupt noch hochzukriegen? Mich nervt's jetzt schon. Jede zweite Mama fährt da draußen einen Porsche. Ah, das widert mich an. Gut, dann machen wir's. So, Sebastian, 10.000, aber drei Bahnhöfe. Okay, also. 10.000, hast du, finde ich auch gut, ist irgendwie schön. Passt auch ins Portemonnaie, finde ich. Und, sag mal. Was denn? Ist mir aufgefallen, die haben sogar ein Wasserzeichen. Echt? Wieso haben die ein Wasserzeichen? Krass. Vielleicht recyceln die mittlerweile Euroscheine. Das glaube ich ja nicht. Aber es ist eh alles dasselbe, Sebastian. Ob Spielgeld oder echtes Geld. Ist eh bald alles vorbei. Naja, versuch mal hier mit deiner Miete zu bezahlen. Funktioniert das? Nee. Ach so, du bezahlst ja keine Miete. Weißt du, was mich eh nervt? Weißt du, was ich aus deinem Zimmer alles machen könnte? Ich könnte locker 2, 3, 4, 17 syrische Familien unterbringen. Ja? Und damit würde ich Geld verdienen. Stell dir mal vor, ich würde mir jetzt schön 2 syrische Familien... Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mir einen Arzt holen, einen syrischen Arzt und einen syrischen Programmierer. Dann kann der Programmierer meinen Laptop reparieren und der Arzt Maike. Oder ich würde mir einen Koch holen. Dann kocht hier wenigstens auch einer mal vernünftig. Das wäre vernünftig. Sebastian, du nimmst Geld viel zu wichtig. Mm-mm. Doch. Ich habe kein Wort über Geld verloren. Ich rede von Menschen, die syrischen Familien. Das ist mir wichtig. Sebastian, du gibst dem Zeug hier viel zu viel Macht. Was ist denn schon Geld? Soll ich dir sagen, was Geld ist? Ich sag dir, was Geld ist. Und dazu schauen wir uns einen kleinen Film an. Das ist ein Geldschein. Eigentlich ist es nur ein Stück Papier. Leer ist es überhaupt nichts wert. Sobald aber was draufsteht, ist es was wert. Je nachdem, was man draufschreibt. Und man kann draufschreiben, was man will, wenn man eine Bank ist. Und mit diesem Geld geben wir anderen Dingen einen Wert. Meistens geben wir den Dingen den größten Wert, die am wenigsten Sinn haben. Wie beispielsweise eine goldene Uhr oder ein Luxusauto. Oder eine 160 Meter Superjacht. Braucht man das? Wollen wir das haben? Und deswegen gibt es Geld, damit sich eine kleine Gruppe Menschen durch fragwürdige Eigenleistung, die meist in der Ausbeutung anderer besteht, von der Mehrheit abgrenzen und sich dann Schwachsinn leisten kann. Und warum hast du jetzt kein Geld? Sebastian,
Meine Armut entspringt meiner moralischen und intellektuellen Überlegenheit. Geld ist eine Illusion. Deshalb heißt es auch Schein. Verstehst du? Ich verstehe das ganz gut. Ich kann mich sogar in deine Lage fast hineinversetzen. Du musst halt einfach an dich glauben. Du musst ans Geld glauben. Think mal out of the box hier. Ne? Be a bottle of champagne, bitzel vor dich hin. Du musst ähnlich wie der American Dream fungieren. From the Tellerwäscher to the Teller Seller. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Teller was? Teller Seller. Be the guy who sells the Teller. Teller Seller. Weißt du, was man an dir merkt? Nee. Geld ist eine Glücksdroge und du bist druff. Hm. Und wenn es nach der AfD geht, ist Monopoly-Geld eh genauso viel wert bald wie dein heißgeliebter Euro. Nee. Wenn es nach der AfD geht, ist bald die Reichsmark mehr wert als der heißgeliebte Euro. Für mich ändert sich ja dann nichts. Wohl an, Maike Kühl, Schwester und Ehefrau. Sag mal, boah, räuchert ihr? Die hohe Priesterin ist da, rollt den Teppich aus. Heil dir, Maike. Ole. Hallo, Schatz. Hm. Hallo. Ihr guckt nicht fern, ihr googelt keine Schwachsinnsvideos. Geht's euch gut? Liebe Maike, das Internet haben wir komplett durchgelesen. Mhm. Und im Fernsehen kommen seit 2 Tagen nur noch Helmut Schmidt Best-of-Dokumentationen. Ich glaube, morgen zeigen sie übrigens seine Wiederauferstehung. Das wird ein Knaller. Ja, sind schon 3 Tage rum? Dann wird ja der Platz des heiligen Rollstuhls wieder frei. Ich glaube, das ist Schäubles ganz große Chance. Und zwar ohne Flut. Wieso denn Flut? Ja, eben, also komm, hier. Schmidt hatte die Flut 62, Schröder hatte die Flut 2002. Und eigentlich hat der Schäuble jetzt auch eine Flut. Der hat eine Flüchtlingsflut, das lasse ich gelten. Der Drops ist gelutscht, der ist Kanzler, fertig. Du bist übrigens dran, Sebastian. Ah. Was macht ihr da? Hannes hat ein Spiel gefunden und wir machen hier irgendwie analoge Back-to-the-Roots-Old-School-Abendgestaltung. Nennen wir es mal Vintage-Freizeit. Yeah. Wow. Sag mal, wie war denn dein Tag? Auch ganz gut. Ich war bei der Bundespressekonferenz dabei. Hey. Ach, schön. Und? Bist du was gefragt worden? Natürlich nicht. Irgendwann, da haue ich dem Seibert noch mal eine rein, ja? Meine sehr geehrten Damen und Herren, gleich wird's heiß, Frau Kühl ist da, echt. Ja, egal, jedenfalls kriegt der Seibert die ganzen Lorbeeren ab. Ja? Dabei sagt er nie was Konkretes und weicht jeder Frage aus. Das macht er aber eigentlich ganz gut. Wenn man was Konkretes sagt, das ist nicht gut. Guck mal, Frau Merkel hat einmal in ihrem Leben was Konkretes gesagt und zack, geht's runter mit der Umfragewerte. Ja, aber den kennt man halt und mich nicht, das nervt. Oh. Was spielt denn ihr da? Rate mal, pass auf. Ein Stichwort, Donald Trump. Das Frisierspiel mit den schlechten Toupets? Nein. Wir spielen ganz normal Monopoly. Aha, wo genau habt ihr das Spiel her? Das Spiel jetzt? Bin ich dran? Ja, du bist dran. Das lag unter eurem Bett. Sag mal, das wollte ich eh noch fragen. Was hast du eigentlich bei uns unterm Bett gemacht? Ich bin da gestern eingeschlafen und als ich heute früh aufgewacht bin, habe ich das Spiel entdeckt. Du bist bei uns unterm Bett eingeschlafen? Ja, warum nicht? Privatsphäre? Ihr stört mich nicht. Bei euch ist immer so schön ruhig. Da könnte man ruhig, aber auch nochmal danken. Bist du bescheuert? Ey, Mann! Nicht damit will ich meine... Ey! Ja, man verbrennt kein Geld! Das ist ein Macallan Vintage von 1926. Da kostet allein die Flasche 60.000 Euro. Hm. Also müsste es eh Spielgeld. Ja, man verbrennt trotzdem kein Geld. Damit bist denn du so fickrig? Es geht halt ums Prinzip. Es geht mal wieder ums Prinzip. Welches denn? Ja, damit du mal was lernst. Aha, was denn? Respekt. Respekt vor Geld. Ja, wer keinen Respekt vor Spielgeld hat, der hat auch keinen Respekt vor echtem Geld. Das ist wie mit Ego-Shootern. Wenn du zu Hause lang genug rumballerst, dann bringst du auch irgendwann draußen einen um. Ja, komm, das ist nicht bewiesen. Das Geld ist echt. Was? Wie? Ihr habt echtes Geld verbrannt. Hä? Wieso ist denn echtes Geld bei uns im Monopoly-Spiel? Ich hab's da halt versteckt. Sag mal, wer ist denn so bescheuert und warum hast du es denn hier auf der Bank versteckt? Ja. Wie jeder normale Mensch auch. Die bringen das sogar auf die Caymans, nach Liechtenstein, Andorra, Luxemburg, was weiß ich. Man versteckt doch kein Geld in einem Monopoly-Spiel. Man verbrennt ja auch
doch kein Geld. Ja, wir wussten doch nicht, dass das echt ist. Man sieht doch, dass das echt ist. Wie denn? So eine Scheiße. Wir müssen das Geld retten. Hat irgendjemand einen Verbandskasten? Wir brauchen erste Hilfe. Wir brauchen einen Tesafilm. Halte durch. Wir retten dich. Komm, wir retten dich. Hannes, du klebst ja gerade 30 Euro zusammen. Hä? Du klebst einen Zehner an 20er, das gibt's noch nicht. Aha. Ja und? Ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt. Wer hat das gesagt? Nietzsche. Nein, ich. Sag mal. Mit euch? So. Mit euch an meiner Seite müsste ich ja dann in der Zukunft leben. Apropos Zukunft. Lass uns mal über die Vergangenheit reden. Wo kommt jetzt eigentlich dieses Geld her? Grob gesehen gibt es das Geld gar nicht. Na ja. Ja, für das ist aber ganz schön viel da. Ja, schon, aber inoffiziell. Ja, gehst du jetzt auf den Strich, oder wie? Johannes. Ah, ist das der Grund, warum du keine Lust auf Sex hast? Auf Sex mit dir. Hast du dir über die Payback-Punkte von den Tankkarten der Fahrbereitschaft auszahlen lassen, oder was? Mhm. Oder hast du dir die Sanifair-Bonds von Frau Merkel auszahlen lassen? Das Geld kommt aus einem Bestechungsversuch. Wir will dich bestechen, bitte. Aber was soll das denn jetzt? Als ob es sich nicht lohnt, mich zu bestechen, oder? Ja, du bist ja jetzt nicht gerade die Spitze der Pyramide. Ja, der Schatz ist ja wohl immer in der Grabkammer. Und wo ist die Grabkammer? Unten in der Pyramide, ja? Die Spitze, das ist eher so ein lebloser Stein. Mhm. Das ist mal eine schöne Beschreibung für euch Bundespolitiker. So. Und warum bist du jetzt bestochen worden? Kann ich nicht drüber reden. Ah, Maike, geliebte Ehefrau. Wenn du Geld brauchst, dann sprich mich doch einfach an. Du weißt doch, wie unendlich viel Geld ich habe. Ich bin da so reingerutscht. Da rutscht man doch nicht einfach so rein. Du bist doch kein Zäpfchen. Sagen wir mal so, da war ein Mann mit einem Koffer. In dem Koffer war auch viel Geld. Der Mann ist gegangen und der Koffer ist geblieben. Und dafür sollte ich dem Mann halt so ein paar Gefallen tun. Die da wären? Zum Beispiel der Frau Merkel nahelegen, dass es doch toll wäre, im Zuge des TTIPs die Abgasrichtlinien so ein bisschen nach oben zu korrigieren. Mhm. Okay, und? Ja, die Deutsche Bank bräuchte auch noch ein bisschen politische Rückendeckung. Hast diese Arschlöcher unterstützt, die jetzt alle Leute rausschmeißen? Ja, wieso? Diese rausschmeißen sind ja auch die Arschlöcher. Ja, aber das ist doch das Fußvolk. Das Problem sind doch die oberen Pyramidensteine. Hast du doch gerade gesagt. Der Deutsche Vermieterbund bräuchte auch noch ein bisschen Hilfe. Da gab es wohl so dubiose Geschäftspraktiken im Rahmen der Flüchtlingsschwemme. Nein, sag nicht Flüchtlingsschwemme. Das ist negativ belegt. Das ist nur der Arbeitstitel. Dann denke ich mir halt was Neues aus für die Presse hier. Flüchtlingsstrom? Nee, Strom ist auch negativ belegt. Hä? Ökostrom auch? Oh ja, sei doch mal ruhig. Nimm lieber Flüchtlingsanfrage, da schwingt sowas Devotes mit, weißt du? Als würde der Flüchtling schon antizipieren, dass er wieder abgeschoben wird. Dann ist er nicht so überrascht. Wenn ich euch mal kurz unterbrechen darf, ja? Das ist aber für einen kleinen Bestechungsversuch, den du gerade angesprochen hast, doch sehr viel Geld. Ja, oder? Ich wollte eigentlich nur mal sehen, was ich denn wert bin. Ich meine, wenn die mir jetzt schon so viel zahlen, was ist denn dann erst, wenn ich einen Ministerposten habe oder in einem der ganz großen Ausschüsse sitze? Manchmal frage ich mich wirklich, was für eine Frau ich da eigentlich geheiratet habe. Ja, den Seibert haben die übrigens nicht bestochen. Mich schon. Das ist doch ein Qualitätsmerkmal, oder? Ich meine, man wird doch nur bestochen, wenn man irgendwas wert ist in der Gesellschaft. Oh, schöne Sichtweise. Erklärt auch sehr gut die WM-Vergabe. Sag mal, ihr wisst schon, dass das alles illegal ist. Für das kommst du ein paar Jahre in den Knast. Mhm. Ja, du, ich gebe das Geld ja in jedem Fall wieder zurück. Echt? Selbstverständlich. Natürlich. Wie viel ist es denn? Wie viel habt ihr denn verbrannt? Ja, so 12, 13. Ja, dann so 6.000. Was, du bist mit 6.000 Euro bestochen worden für alles das, was du machen musst? Nein, ihr habt 6.000 Euro verbrannt. Ich habe auch noch ein bisschen was vom Balkon geworfen. Hm. Warum? War geil. Das höchste Erleben spüren wir im Grundlosen. Wer hat das gesagt? Nietzsche. Ich. Du schreibst ziemlich genau dein Leben. Sag mal, hast du sonst irgendwas was mit dem Geld gemacht? Sebastian? Nö.
Ey, ihr macht mich fertig. Da fehlen ja mindestens 60.000 Euro. Ich könnte heulen. Taschentuch. Danke. Mensch. Was sind das? Oh nee, das sind bestimmt die Bullen. Ich kenne das, die kommen immer, wenn es nicht passt. Wahrscheinlich sind die Geldscheine mit DNA verwanzt und die haben alles mitgehört. Oh Gott, Sebastian. Ich liebe es, wenn du mich so nennst. Wenn das die Polizei ist, dann bin ich geliefert. Wahre Liebe erkennt man erst in echter Gefahr. Ich habe dich immer geliebt. Ich weiß. Du bist mein Traummann. Ich weiß, Puppe. Und denk bitte dran, bei guter Führung bin ich in 3 Jahren wieder draußen. Du wartest doch auf mich, Liebster. 3 Jahre kein Sex? Wieso? Dann ändert sich doch nichts. Also außer für die Maike. Wieso? Ja, im Knast. Mein Tipp, keine Seife aufheben. Oh, wann kriege ich den Mann, den ich verdiene? Liebste meine Maike, wenn du ins Gefängnis musst. Ja, Darling. Wenn du von mir gehst. Was möchtest du mir noch sagen? Sag mal, wie hieß noch mal deine Freundin aus dem Studentenwohnheim? Du bist so ein Arsch. Die Stimme kenne ich doch. Ach du Scheiße. Oh nee. Nee, wache! Mir schwant Böses. Wohlan, Sigi Zimmerschied, Vater, Schwiegervater, Landwirt. Vater. Sag mal, musst du nicht zum Wagen rennen? Du, Hannes, da war ein Monopoly vor der Tür mit einem Zettel und beste Grüße von Heckler und Koch, gehört das euch? Aber was machst du jetzt eigentlich hier? Ja, demonstrieren. Vor unserer Wohnung. Nein, als Milchbauer. Das sind als Milchbauern mit dem Traktor geschlossen nach Brüssel zum Demonstrieren. Dann sind wir hinten um über Holland nach Berlin vor das Landwirtschaftsministerium noch mal demonstrieren. Und jetzt tut mir mein Arsch dermaßen weh. Und da, wie an die denkt. Ja, eine schöne Überraschung, danke. Moment mal, du bist mit dem Traktor von Plattling über Brüssel hierher? Sag mal, weißt du, was das ökologisch bedeutet? Freilich, Biobauer. Was bist du? Papa, du warst der Pestizidpapst von Plattling. Wieso bist du auf einmal Biobauer? Ja, seit ich die Pestizide fairtrade. Und in wiederverwertbaren Säcken beziehe, also praktisch nachhaltig, weil Bio gibt's mehr Zuschüsse. So, und jetzt das alles für die Milch, oder was? Für einen Arsch. Was meinst du, was die mit uns Milchbauern machen? Die machen uns kaputt. Und was bitte ist denn da noch Bio, wenn wir Milch produzieren, den wir dann wegschütten? Wenn das wegschütten, werden wir auch noch zahlt. Ja, gut, schlecht. Ich meine, ich krieg 55 Cent pro Liter. Der kostet mir 83 Cent in der Produktion. Das ist ja nicht nur ökologisch, das ist ja nicht einmal ökonomisch. Und dagegen demonstriert ihr, also gegen die Milch? Nein. Schon positiv. Wir demonstrieren für virtuelle Kühe. Ja, wir wollen das Bio-Wegschütten einführen. Bio-Wegschütten? Also wir Landwirte produzieren in Zukunft mit imaginären Kühen. Ja, die werden imaginär gemolken, es gibt eine imaginäre Milch und die wird imaginär wegschüttet. Und wenn ich dann noch für das Wegschütten 55 Cent pro Liter kriege, ist doch super. Sag mal, Papa, Frage. Hast du zufällig einen arischen Schwamm gegessen? Na ja, ich bin jetzt unsere nicht pfurzenden Kühe. Wirklich nicht mehr pfurzen. Und dieses Nicht-Pfurzen, das Ozonloch sich wieder erholt und kleiner wird. Ja, dann bin ich ja praktisch Bio. Du, das war für was für deine grüne Politik, Maike. Ja, bei meinem Glück findet irgendeine Studie raus, dass auch imaginäre Kühe furzen. Jetzt, warte. Ich meine, ich will jetzt kein Spielverderber sein. Also das mit dem Furzen der Nichtkühen und Ozonloch, das ist ja jetzt, also wir haben ja ein kleines Geldproblem. Das ist, glaube ich, wichtig. Was habt ihr für ein Problem? Ja, nichts. Papa, schön, dass du da bist. Magst du was trinken? Ja, ein Schnaps. Schnaps für den Papa, jawohl.
Ja, ich sag's ja immer wieder, imaginär ist das eine oder es ist gleich völlig zerstörerisch. Du, das ist Termingeschäfte, Aktienhandel, Todeswurst, sagen wir, das hast du bei uns früher nicht gegeben. Nee. Ja, und jetzt auch noch imaginäre Kühe. Die Menschen machen sich selber fertig und das alles wegen dem Kapitalismus. Das. Was das? Benitiv. Des Kapitalismus. Dann halt wegen des Kapitalismus. Und trotzdem geht die Welt unter, auch mit dem richtigen Tempo. Kasus. Kasus was? Kasus. Leck mich am Arsch. Tja, und genau wegen dem Kapitalismus muss ich jetzt mit euch reden. Es geht um einen Hof. Hat's wieder gebrannt und die Versicherung zahlt in eine neue Scheune. Nein, das mit der Scheune war ganz klar keine Brandstiftung. Nee, ist klar, weil es ja vollkommen normal ist, seinen Traktordiesel im Heuschober aufzubewahren. Ne? Das war ein Funkenflug. Oh, komm. Vom Osterfeuer. Ist klar. Das hat der Dami aber von der Versicherung genauso gesehen. Der Dammerhubel ist doch ein Patenkind, oder nicht? Na, jetzt schon. Nein, es geht um mich, verstehst du? Ich bin einfach zu alt. Soll ich dich umbringen? Ja, bist du bescheuert? Die haben gerade die Sterbehilfe verschärft. Leg mich doch am Arsch. Es geht um mich und um den Hof und dass ich jetzt alt bin. Du, ich mag das nicht mehr, du, den ganzen Tag da, den Hof und Gummistiefeln durch die Scheiße umeinander. Du, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Freiheit. Und da kommt sie ins Spiel. Mhm. Hannes, magst du meinen Hof? Selbstverständlich. Was mit mir? Ja, du bist die Maike. Und? Ja, Maike, du lebst in Berlin, du bist eine Frau. Und ihr zwei Kinder sind einmal richtig bayerisch. Also, wenn ihr jetzt einen Verlag hättet oder einen Medienkonzern, ja, aber einen Hof, da braucht es einen gestandenen Burm, ein starkes Geschlecht, verstehst du? Das ist, nein, kümmert euch hier um ein paar Kinder. Hannes macht das mit dem Hof. Das sehe ich haargenauso. Naja, so schnell geht's nicht. Wie? Na, was möchtest du denn damit machen? Mit dem Hof? Hm? Ich würde halt was anbauen. Na ja, schon, aber was? Ja, so richtig anbauen, Hanfalt. Ah. Hanf ist gut. Weißt, da haben sie die medizinische Nutzung schon durchgewunken, da sucht uns bloß eine Behörde. Und den Rest den verdüllen wir einfach so an die Hipster, verstehst du, ein bisschen unter den Tresen, bis das auch legal ist. Ich finde, dass wir es genau so machen können. Genau. Sag mal, seid ihr eigentlich in dieser Familie alle kriminell? Ja, wir sind nicht kriminell, wir sind nur nicht blöd. Oh. Entschuldigung, Sebastian, aber der Bayer ist das letzte Bollwerk schlichter Intellektualität. Wer hat das gesagt? Söder. Nein, ich. Genau, das ist dein Problem, Hannes, dein Kopf. Schau, in deinem Kopf. In deinem Kopf ist noch zu viel Kind, da muss noch ein Leben rein, weißt du? Und deswegen kriegst du den Hof unter folgenden drei Bedingungen: Einatmen, ausatmen und die dritte? Schätz mal, essen. Na, fast. Also, erstens, will ich, dass du 6 Monate geregelten Arbeit nachgehst. Dann brauchst du eine richtige Frau an deiner Seite. Und dann brauche ich eine Haarprobe von dir. Haarprobe, warum denn das? Ja, Burli, du musst sauber sein. Wenn du Hanf abbaust, kannst du nicht gleichzeitig dein bester Kunde sein. Nicht? Na, und der Rest steht in diesem Überschreibungsvertrag. Den liest ihr jetzt durch. Und ich schau mal noch meinen Traktor, vielleicht ist der schon weg. Du hast mir mein Arsch wieder. Folgende drei Aufgaben bewältigen. Erstens, er muss eine Arbeit finden. Zweitens, er muss eine gescheite Ehefrau finden. Drittens, er muss eine Haarprobe abgeben wegen der Drogen. Haarprobe, sehr witzig. Ich habe mal gelesen, es gehen wohl auch Schamhaare. Apa! Habe ich keine. Dann nimm Brusthaare, also davon hast du ja wohl reichlich. So, okay, können wir mal aufhören, über Haare zu reden? Mir ist schlecht. Ich wäre ja an eurer Stelle mal lieb, gell? Weil wenn das mit dem Hof klappt, ja, dann kann ich nämlich eine Hypothek aufnehmen. Dann könnte ich zum Beispiel 240.000 Euro Hypothek aufnehmen. Und die könnte ich euch dann geben, also dir, Maike. Und dann könntest du das Geld zurückzahlen. Und dann ist es nämlich plötzlich keine Bestechung mehr, sondern es ist lediglich ein Versehen. Das würdest du für mich machen? Moment mal. Wie groß ist denn der Hof überhaupt? Ist der so viel wert? Wie bitte? Ob der Hof so viel wert ist? Entschuldigung, Sebastian, wenn du bei uns über unser Land fährst, ja, dann wechselt zweimal der Dialekt. Mhm. Und wenn du morgens mit dem Traktor losfährst, bist du gegen Mittag am Tor. Und wir sprechen nicht vom selben Tag.
Moment, das spricht entweder für euer Land oder sehr gegen den Traktor. Das spricht sehr für den Hof, mein lieber Freund. Aber sag's mal, das mit den drei Bedingungen, gell? Das ist gar nicht so einfach. Also vor allem das mit den Haaren. Wieso? Für die Haare nimmst du einfach Sanitärflachs. Das ist meistens Pferdehaar, da kann der dir nichts nachweisen. Okay. Und mit dem Job? Ja, das ist doch kein Problem. Das Jobcenter ist doch froh, wenn die einen Arbeitslosen weniger haben. Das mit der Frau. Also wenn ich mir dich so angucke, das wird ein Problem. Ganz ehrlich, Sebastian, das ist das geringste Problem. Hannes, na, was macht das Business? Servus, Rosetta. Du, läuft ganz gut. Du, ich hätte eine Frage. Kannst du dir vorstellen, sprich, hast du Lust und Zeit, das nächste halbe Jahr bei freier Kost und Logis auf 450 Euro Basis mit mir zu verbringen? Hannes, das würde ich sogar umsonst machen. Aber jetzt sind halt meine guten Jahre. Ich muss jetzt wirtschaften. Rente kriege ich ja keiner. Ja, und was wird es kosten, wenn ich dich jetzt ein ganzes Jahr praktisch als Haus, Hof und Ehefrau mieten würde? Na, lass mich mal rechnen. 180 Tage mit 5 Freiern? Ja gut, manchmal schaffe ich auch mehr. Es wären so 90.000 Euro. Brutto? Netto. Ach, du bist ja billiger als eine normale Ehefrau. Weil du es bist. Ehrlich, würdest du es machen? Rosetta, so frage ich dich. Willst du für das nächste halbe Jahr meine Nutte, meine Ehefrau werden? Ja, ich will. Wache! Die Tür! Wen darf ich ankündigen? Steuerfahndung. Gerne unangekündigt, aber mit Durchsuchungsbefehl. Wohlan! Steuerfahndung. Gerne unangekündigt mit Durchsuchungsbefehl. Oh, ist aber ganz schlecht jetzt, ganz schlecht. Das freut mich. Schreibe mein Name wie der Waffenlobbyist. Hallo. Ah. Aha, Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Oh, wurden Sie schon mal gepfändet? Nee, Ihre Stimme. Ah, ist lieblich, ich weiß. Frau Kühl, der Grund meiner Anwesenheit, wir haben einen Tipp gekriegt, dass hier in der Wohnung Schwarzgeld sein soll. Das Was? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ach, die Leute reden viel. Ja, ja. Monopoly, Sie spielen? Mein Mann. Oh. Ich bin in einem Monopoly-Club, wir machen das halb professionell. Die Scheine sehen aber sehr echt aus. Ach so, ja, das ist die Premium-Edition. Gibt's ja so Luxusvarianten, gibt's mit Star-Wars-Figuren und aus Schokolade, kleine Goldbarren, mein Gott. Oh, putzig! Ja. Ich darf mal? Nee. Mhm. Wenn das Spielgeld ist, dann ist die ganze Welt ein Monopoly-Spiel. Bitte? Der ist echt. Und ein markierter Schein noch dazu. Ja, da möchte ich aber anmerken, ich meine, in Deutschland wird so viel bestochen. Gibt es ja überhaupt noch unmarkierte Scheine? Witzig! Sehr witzig. Kabarettisten, witzig. Nein. Wir hatten kürzlich solche Scheine in einem Bestechungsverfahren. Ach. Ja, ich kann genau sagen, was, wo, wann passiert ist. Alles dank des Scheins. Nein. Darf ich? Ja. Okay. Also, es handelt sich um eine junge Referentin im Bundeskanzleramt, 39 Jahre alt, hier ist undeutlich gut aussehend, ja, brünett, verheiratet. Da steht da alles drauf? Hm. Südhang oder Schieflage? Oh. Da steht sogar der Name drauf. Und der lautet? Das können Sie alles aus diesem Schein sehen? Ja, die Technik ist der Wahnsinn. Es handelt sich um eine gewisse Maike Kü. Maike Kü, was? Ja, mehr darf ich nicht sagen, Datenschutz. Moment mal, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Sie wollten mich doch bestechen. Haben Sie die Haare anders? Oh, habe ich das? Ja. Moment mal. Sie haben eine Frau bestochen und kommen jetzt hierher, um sie zu verhaften? Blödsinn, Sie haben überhaupt keine Beweise. Ja? Außerdem ändert das nichts an der Straftat Ihrer Frau. Das ist doch Verführung. Guter Freund, das ganze Leben ist Verführung. Alles. Sogar der Supermarkt. Klauen Sie die Waren im Supermarkt? Nein, könnten Sie es ja. Ich war der Supermarkt, Ihre Frau hat zugegriffen. Also geben Sie jetzt nicht dem Supermarkt die Schuld. Was denn für ein Supermarkt? Dass Sie überhaupt noch in den Spiegel gucken können. Ah, lese ich schon lange nicht mehr. Mein guter Freund. Mein guter Freund, da draußen tobt ein Krieg. Ja, und wir Deutschen profitieren doch ganz gut davon. Ja? Sitzen hier vor dem schönen Kamin, bequem vor dem wohligen Feuer und beschweren sich. Wo kommt das Feuer her? Ja? Da muss man schon ein bisschen zündeln. So, wir wollen das Geld überhaupt nicht. Ich bin auch nicht bestochen worden. Ich habe das nur für Sie verwahrt. Nein, will ich nicht. Weg, nein. Ich habe Filmaufnahmen. Ja? Die Scheine waren auch verwanzt. Ich habe hier einen Stick. Mit Mitschnitten, da erzählen Sie stolz, dass Sie bestochen worden sind. Ha!
Wohlan, Hannes, Bruder und Schwager mit Rosette. Hi. Warum bist du nicht auf Arbeit? Die heißt jetzt Veronika. Oh, ich würde gern bitte Verena heißen. Ja, also ich darf euch meine Verlobte vorstellen. Hallo. Nabend. Den kenne ich doch. Ach so. Ja, wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Nee, von der Oranienburger. Da ist ein Theater, da spiele ich auch häufig. Was für ein Theater? Ach. Ist das eine Nutte? Nee, aber ist auch egal. Das ist jetzt die Veronika. Verena. Oder so. Und die ist, wie man gut sehen kann, Diplom-Landwirtin und wird jetzt mit mir den Hof bewirtschaften für den Herrn Papa. Ist hier am Bauernhof? Noch nicht, aber ich bin auf dem besten Wege dorthin. Ich brauche nur noch einen Job, Haarprobe, aber das ist eine andere Geschichte. Und Ehefrau habe ich ja praktisch jetzt schon. Aha, und Sie wollen sich durch die Darstellung einer Ehepartnerin einen Erbvorteil erschleichen? Ich würde halt sagen, die Nutte spielt die Ehefrau, aber ja. Ah, großartig. Und wahrscheinlich mit ihr als Ehepartnerin steuerliche Vorteile nutzen? Wenn das ginge, hätte ich gar nichts dagegen. Es wird immer besser, den kann ich gleich mitverhaften. Wahrscheinlich werde ich befördert. Noch mehr Überraschungen? Ich weiß gar nicht, wie viele Beförderungsstufen wir haben. Wache! Wache! Oh, du Sebastian, du musst mir helfen, die haben meine Traktorreifen geklaut. Wer klaut in Berlin Traktorreifen? Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es schon wieder. Das darfst du mir glauben. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ich hab mit dem ADAC telefoniert, die wollen das in bar. Kannst du mir 2340 Euro leihen? Ja, du bist witzig. Wo soll ich jetzt hier 2300 was weiß ich Euro hernehmen? Ich bin doch kein Geldautomat. Ach, geh. Du hast doch jede Menge Schwarzgeld von deinen Galas rumliegen, oder? Schwiegervater, Steuerfahnder, Steuerfahnder, Schwiegervater. Mit solchen Witz verdient der sein Geld. Papa? Das ist wirklich der Steuerfahnder. Ah, passt schon. Ich fasse mal kurz zusammen. Ne? Also, in dieser Wohnung wurde bzw. wird Prostitution gefördert. Prostitution? Ja. Lieber Papa, das ist meine zukünftige Frau, die Frau Nadine. Verena. Eben. Ich dachte Erika. Ich denke, die heißt Veronika. Eigentlich heißt sie Rosetta. Schön. Dann hatten wir hier noch einmal Bestechung. Bestechung? Ja, der hat mich bestochen, aber der hat mich auch reingelegt. Och, komm, komm, komm. Und dann haben wir noch ganz viel Schwarzgeld aus diversen Galas. Naja, also ich hätte fast überwiesen und ich spende auch viel. Das wird mein Waterloo. Watergate? Gate, Gate. Und wo ist jetzt das Problem? Wow, das liegt wahrscheinlich am Rechtsstaat. Das sind alle Straftaten. Unsinn, wenn jeder profitiert, dann ist das keine Straftat, sondern, ja, gerecht. Fair. Wie mein? Ja, Mandel, du musst paritätisch bestechen, ja? Jeder besticht jeden. Verstehst du? Dann sind alle gleich, moralisch gesehen, und jeder hat was verdient. Da bräuchte ich ein Beispiel. Ja. Der Geißbichler von der Bauaufsicht. Ja? Der hat die Ausschreibung gemacht für die Ausschachtung von so einem neuen Rathaus. Und der Rettler von Rettler Hoch und Tief, der hat umgeschmiert. Mhm. Ja, jetzt hätte ich gesagt, ja, nimm doch den Rettler. Was hat der Geißbichler gemacht? Der Geißbichler hat sich von allen schmieren lassen. Dann war er moralisch auf Null. Dann hat er den Bau gesplittet, hat die Baukosten in den Tee gejagt. Dann haben alle profitiert, die ihn geschmiert haben. Das ist die hohe Schule. Ah, ich übersetze mal kurz, das ist ja sozialer Kapitalismus, das mag ich nicht. Nein, das ist wie bei den Maulwurfshügeln. Wenn du einen Blatt machst, kommt der andere. Wenn du aber jeden Maulwurf seinen Hügel lässt, dann ist das Feld wie vorher. Bloß ein bisschen her. Zwischenfrage, was ist denn jetzt mit dem Hof? Weil ich habe ja jetzt eine Frau, jetzt müsste sie ja eigentlich passen, oder? Ja, das mit der Frau ist ein kleines Problem, das sage ich dir. Was habe ich für eins? Ja, ich habe deine Haarprobe analysieren lassen. So schnell? Ja, freilich. Ich bin auf die Straße gegangen, habe mir einen Dealer gesucht, der hat dran gerochen und hat mir 50 Euro geboten. Das kann aber nicht sein, weil es war Pferdehaar. Ja, Ergebnis ist Ergebnis. Aber das heißt, da draußen gibt es irgendwo ein zugegifftes Pferd? Ja. Und deswegen kriegt er den Hof nicht, weil der hat mich beschissen. Herrschaften, konzentrieren wir uns. Also, so wie ich das sehe, haben wir zwei Möglichkeiten. A, ich verhafte sie alle. Und dann müsste aber jemand von Ihnen fahren, weil ich bringe sie ja gar nicht alle in mein Auto rein. Und ich bin für B. Ich auch. Oder? Oder? Oder, also ich bin jetzt seit 20 Jahren Steuerprüfer.
Und als ich anfang, war die Sache klar. Da ist mein Unternehmen gegangen, hat es geprüft. Und dann habe ich gesagt, ich habe was gefunden. Der Chef hat gesagt, das glaube ich nicht. Ich habe gesagt, ich glaube schon. Und zack, hat man dann so einen kleinen Schlüssel, so einen Porsche-Schlüssel in der Hand mit so einem Wuschelwuschel dran. Süß. Zwischenmenschlich. Na, so, jetzt gibt es es nicht mehr. Nein. Die Firmen gehen irgendwo ins Ausland, Holland, Karibik, schichten ihre Schulden, ihr Vermögen hin und her und her und hin. Ja, bescheißen mehr als früher, aber alles an mir vorbei. Sollen wir sie jetzt bestechen? Will ich das? Wir haben halt ein kleines Problem. Wir haben ein bisschen was von dem Geld verbrannt. Und er hat auch sehr viel davon vom Balkon geschmissen. War geil. War geil? Tja, da kann man wohl nichts machen. Oh, schade. Also gar nichts, ne? Also so gar nichts? Schöner Fernseher. Ja, finden Sie. Ja, würde sehr gut in mein Wohnzimmer passen. Und die Kaffeemaschine würde auch sehr gut in meine Küche passen. Ja, aber die Kaffeemaschine passt auch sehr gut zu unserem Küchenboard. Ja, stimmt, nehme ich auch mit. Moment! Mein Name ist Andrea Tornowitz. Hier ist mein Ausweis. Ich bin Bestechungsprüfer, Prüfungsbeauftragte beim Verfassungsschutz. Ich prüfe, inwieweit Bestechungsprüfer beim Bestechungsprüfen bestechbar sind. Was? Wären Sie meine Vorgesetzte? Das wäre ich nicht nur, das bin ich. Ich arbeite undercover und bin auf Sie angesetzt worden. Oh mein Gott. Es war eine Falle. Meine Abteilung ist streng geheim und arbeitet daran, die Aushöhlung des Rechtsstaates durch Maulwürfe wie Sie zu verhindern. Dann sind Sie eine Doppelagentin. Nein, Triple. Oh, Triple? Wie konnte ich nur so blind sein? Das sind viele. Sie ahnen gar nicht, wie viele bestechliche Bestechungsbestecher da draußen... Bestechungsbestecher? Pardon, Bestecherbestecher da draußen rumlaufen. Und denen müssen wir als Bestecher, Bestecher, Bestecher natürlich das Handwerk legen. Bestecher, Bestecher, Bestochene? Sag ich doch. Ja. Das heißt, verdammt, ich bin erledigt. Sie sind ein guter Mann. Und Deutschland braucht gute Männer. Würden Sie für mich als Quadriple-Agent arbeiten? Oh? Quadrippel? Sie würden auf bestechliche Bestechungsagenten angesetzt werden, die ich als unbestechliche Trippelagenten angehört habe, die aber bestechlich geworden sind. Dann müsste ich mir ein Diagramm malen. Ich bin dabei. Perfekt. Dann bräuchte ich jetzt nur noch den Stick mit der belastenden Aufnahme. Aber selbstverständlich. Sie sind nie hier gewesen. Wer ist nie hier gewesen? Brav. Was war das eigentlich für ein Ausweis? Ach, das war die Ereigniskarte vom Monopoly-Spiel. Ach, Mann. Was ist denn? Ja, ich wäre halt auch mal gern bestochen worden. Bist du doch? Nee, ich meine, ich wäre gern in so einem richtig fetten Bestechungsgeschäft. Ja, wie Hoeneß oder Beckenbauer. Ach, komm. Vergiss doch einfach mal das Geld. Mhm. Weißt du, außerdem, um richtig im großen Bestechungsgeschäft zu sein, musst du drei Bedingungen erfüllen. Erstens, du musst eine historische Lichtgestalt sein. Zweitens, du musst dich sehr gut mit der Bild-Zeitung verstehen. Und drittens musst du irgendwas mit Fußball zu tun haben. Ich sag dir ernst, die richtig Großen, die werden nicht bestochen, sondern die bestechen. Das ist wahre Macht. Hm. Ich mag das ja, wenn du so redest. Ja? Ich kann auch noch ganz anders. Ich kann ja auch mal die Klappe halten. Das gefällt mir, ne? Was ist das? Rücklage für absolute Notfälle. Hannes, könntest du uns noch mal 5 Minuten allein lassen? Komisch, bei mir brauchst du nur 3. Ökonomisch, das ist ja nicht einmal ökologisch. Was das? So, jetzt sind wir aber gleich. Sag mal, hast du dir wieder die Payback-Punkte von den Tankkarten von der... Was soll ich da sagen? Ich verstehe. Deswegen hast du keine Lust auf Sex mehr. Ah! Ja. Ich kann deinen Text, mein nicht, aber dein kann ich.